Unter die Haut gehen die Blicke der Forscher am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Im Labor der Berliner Wissenschaftler steht der erste Computertomograph für wilde Tiere. Ob Kolibri, Leopard oder Braunbär, das Gerät durchleuchtet beinahe jedes Tier und hilft bei der Suche nach Krankheiten oder anatomischen Besonderheiten. Wir machen virtuelle Scheiben von diesen Patienten. Kann man sich vorstellen wie eine virtuelle Brotschneidemaschine. Wir schauen dann auf diese Scheiben und können da die Anatomie erkennen oder auch pathologische, also krankhafte Veränderungen. Zusammen mit einem Mitarbeiter bereitet Guido Fritsch einen 3-jährigen China-Leoparden zur Untersuchung vor. Das Tier musste eingeschläfert werden, weil es kaum laufen konnte. Die Untersuchung im CT soll den Grund dafür finden. Die Raubkatze kommt auf den Untersuchungstisch. Das Gerät wird programmiert und die Untersuchung beginnt. Auch Bilder in 3D kann die Maschine liefern. Diese werten die Forscher dann millimetergenau aus. Wir schauen uns ganz genau Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule an. Da kann es zu Bandscheibenvorfällen kommen oder anderen Missbildungen, vielleicht schon welche, die vorgeherrscht haben, genetisch verursacht wurden, also vererbt wurden, oder auch akute Krankheitsgeschehnisse, wie eben akute Bandscheibenvorfälle. An Tumoren kann man denken. Das ist etwas mysteriös. Es ist ein recht junges Tier, was 3 Jahre alt ist, was eigentlich degenerative Veränderungen noch nicht haben sollte. Eine Umdrehung liefert 128 Bildscheiben. Auch lebende Tiere können mit dem rund 1 Million Euro teuren CT untersucht werden. Die fast grenzenlosen Untersuchungsmöglichkeiten stoßen höchstens beim Gewicht der Patienten an ein Limit. Mehr als 300 Kilo kann der Tisch nicht tragen. Das Tolle an diesem Gerät ist, was eigentlich für die Humanmedizin angefertigt wurde, dass wir doch auch sehr kleine Tiere untersuchen können, aber auch sehr große Tiere. Vom wirklich kleinen Nacktmull, der ungefähr 8 cm groß ist und 20, 30 Gramm wiegt, aber auch zum großen Schwarzbären, der 300 Kilo wiegt und 2 Meter lang ist. Das alles können wir untersuchen und hier in recht kurzer Zeit zu tollem Datenmaterial kommen. Die CT-Aufnahmen helfen Tierärzten bei schwierigen Entscheidungen. Hilft dem Tier eine Therapie oder muss es von seinem Leiden erlöst werden?